Hallo zusammen nochmal aus Thailand. Ich möchte euch in diesem Video kurz zeigen, wie ihr eure Prop Trading Payouts, die ihr in Dollar bekommt, relativ easy mittels Wise auf IBKR bekommt, ohne zigmal durch Währungsumrechnung noch Geld zu verlieren. Ich habe jetzt erfolgreich meine CFD Trading Payouts von Alpha Capital Group und auch meine Futures Trading Payouts für oder von Lilo Trading bekommen. Die sind eben naturgemäß in Dollar, wenn ihr nicht gerade zufällig eine deutsche Prop-Trading-Firma habt. Und jetzt würde ich die einfach gerne auf mein IBKR-Konto bekommen, weil ich durch meine Trading-Erfolge schlicht meine Investments vermehren möchte. Und da ist das der einfachste Weg. Ihr braucht einfach logischerweise ein IBKR-Konto, wenn es denn dahin soll, und auch ein Wise-Konto. Das war früher TransferWise. Und es ist so, dass ihr bei der IBKR-Ansicht, wo ihr praktisch euer Konto aufladen könnt, schon eine Funktion habt, euer Wise-Konto mit dem IBKR zu verbinden. Das geht durch zwei Klicks und einmal bestätigen beim Wise-Konto. Ihr findet dann einfach als ein verknüpftes Konto euer Interactive Brokers-Konto, soweit so gut. Und ihr gebt schlicht bei den jeweiligen Prop-Firmen euer US-Dollar Wise-Konto an, ne? Ihr habt ja die Möglichkeit, quasi in eurem Namen bei Wise ein in Amerika geführtes Dollarkonto zu haben. Und das könnt ihr dort einfach eingeben. Es wird dann relativ genau erklärt, wo was hin soll. Es gibt eine eigene Bank, die für Wise in dieser Funktion agiert. Die müsst ihr einfach bei Lilo oder bei ACG oder bei wem auch immer als amerikanische Bank eingeben. Es funktioniert entweder eben über Wire oder ACH, wobei ACH weniger Gebühren verlangt. Die meisten Prop-Firmen, zumindest mit denen ich zu tun habe, übernehmen diese Gebühren. Ansonsten kann es eben ein bisschen was kosten. Meiner Meinung nach ist es aber immer noch weniger, als wenn ihr das erst auf ein Euro-Konto umrechnet und dann wieder in Dollar vielleicht bei IBKR umrechnet und so weiter. Da müsst ihr euch aber bitte vorher schlau machen. Auch damit das gleich gesagt ist, ich bin kein Steuerberater. Das heißt, natürlich müsst ihr eure Payouts, die ja letztlich eine Vertragserbringung sind, und ihr werdet ja für eure Leistung bezahlt, entsprechend versteuern, wenn ihr das machen müsst in eurem jeweiligen Land. Informiert euch da bitte. Ich kann euch da keine Informationen geben, aber na, da kommt eventuell noch was auf euch zu. Also da bitte einfach aufpassen. Und sobald das dann geschehen ist, bekommt ihr eben, wenn ihr die ganzen Formalitäten durchhabt, eine Mail von dem jeweiligen Prop-Firma, dass das Geld jetzt gesendet wurde, und ihr bekommt dann meistens eine Eingangsmail von Wise. Und jetzt einfach ein bisschen aufpassen. Bei Lilo funktioniert das ganz normal. Ihr habt die ganzen Bankdaten eingegeben und das Geld, was jetzt zum Beispiel heute Morgen angekommen ist, landet ganz schön auf eurem Wise-Konto. Jetzt kann ich bei Interactive Brokers in meinen Account rein und praktisch das verknüpfte Wise-Konto anklicken und habe dann die 1000 Dollar in diesem Fall eigentlich jetzt schon am heutigen Tage dann in meinem IBKR-Konto und kann damit ETFs kaufen oder was auch immer. Euch fallen da bestimmt interessante Dinge ein. Bei AZG ist es ein bisschen komplizierter gewesen. Da bin ich auch einmal ins Fettnäpfchen geraten, und zwar ihr kriegt die Wise E-Mail, ganz normal, müsst aber dann nochmal das Konto angeben. Und ich habe gedacht, naja, Wise ist nur der Befehlsübermittler quasi, also die Relaisstation. Und dort habe ich dann quasi direkt mein Interactive Brokers Kontodaten angegeben. Wenn ich jetzt hier draufklicken würde, möchte ich mich natürlich nicht doxen, aber da würden dann meine Daten angegeben, also habe ich die eingegeben. Das Geld ist dann in Nirvana verschwunden, weil IBKR das nicht zuordnen konnte. Und da einfach bitte aufpassen, wenn ihr also nochmal durch eine Wise-E-Mail gefragt werdet, bitte gebt deine Kontodaten ein, gebt in jedem Fall eure Kontodaten des Wise-US-Dollar-Kontos ein. Das seht ihr hier. Da, beim zweiten Mal war ich dann schlauer. Und dann macht ihr praktisch wieder diesen Schritt, dass ihr praktisch von Interactive Brokers das Geld abzieht, und eben das kostet dann 40 US-Cent Gebühren. Ich glaube, das ist verschmerzbar, 39. Also damit kann man, glaube ich, ganz gut leben, und ihr habt eben keine Währungsumrechnung. Ja, also da einfach bitte aufpassen. Das Geld muss zuerst hier oben erscheinen in eurem Wise-Konto, bevor ihr es dann über IBKR abziehen könnt.
Ganz, ganz, ganz wichtig. Sonst habt ihr, wie ich, 1,5 Wochen unschöne Mails hin und her zwischen ACG, zwischen Wise und zwischen Ibercare und keiner weiß, wo das Geld liegt. Und irgendwann wurde es dann zurückgebucht. Muss man auch sagen, Alpha Capital Group ganz fair. Die haben mir nichts in Rechnung gestellt, sondern die haben es einfach nochmal direkt überwiesen. Alles gut. Und vielleicht, wenn ich schon bei diesem Video bin, jetzt als Rückblick, vielleicht, wie funktioniert der Payout bei den beiden Brokern? Hier erstmal bei Alpha Capital Group. Der Vorteil ist, ihr habt hier in Anführungszeichen nur eine Mindestsumme von $100 und sie nehmen einfach gleich ihre 20% von dem Gewinn weg. Finde ich soweit fair, finde ich transparent und es geht relativ schnell. Ihr habt eben 2 wöchentlich Auszahlungstermine. Ihr müsst freitags den Antrag stellen, aber könnt praktisch noch freitags traden. Das heißt, wenn ihr das wollt oder wenn ihr die $100 Minimum noch nicht erreicht habt oder wie auch immer, dann könnt ihr praktisch freitags bis ja, Nachmittag, sage ich mal, noch traden und dann stellt ihr den Auszahlungsbetrag und bei ACG geht es relativ schnell. Ihr dürft dann einfach meistens montags nicht traden. Dienstags kann schon das Geld da sein, sobald praktisch das Geld von eurem Konto weg ist, also euer Konto auf den jeweiligen Betrag eben, wo was ihr ausbezahlt habt, wieder zurückgesetzt wurde, könnt ihr da sofort wieder traden. Und meistens ist das Geld, sage ich mal, bei zwischen nach Freitag 2 bis 3 Arbeitstagen auf Wise. Also es geht relativ zügig, ohne große Kontrolle. Ihr müsst einfach einmal eure Identitätsverifikation eingeben. Ihr müsst einmal die entsprechenden rechtlichen Sachen abklicken und dann funktioniert das. Ich habe jetzt schon den dritten Payout mit denen. Generell ziehe ich natürlich sofort alles ab, weil wer weiß ja, wie lange diese Firmen noch existieren. Von daher lasse ich da nicht so viel Geld auf diesen Konten liegen. Aber von der Kommunikation, von der Schnelligkeit, von auch der generellen Handlungsweise finde ich ACG da sehr, sehr angenehm und es ist mir eigentlich relativ egal, ob sie jetzt gleich ihre 20% abschnapsen. Das ist relativ transparent. Sie haben ein Interesse daran, dass ihr auch erfolgreich seid, weil sie gleich ihre Gewinne da auch abschöpfen. Das passt für mich, muss ich sagen. Ein wenig anders gestaltet sich das meiner Meinung nach bei Lilo. Ich habe ja Apex fallen gelassen, weil mir das langsam zu shady wird mit ihren immer tolleren Angeboten und One-Day-Verification und bla. Ich möchte es nicht beschreien, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass Apex vielleicht der nächste große ist, der flöten geht, weil das wird mir langsam ein bisschen zu arg. Und hier ist einfach das Problem. Ich habe jetzt 3 Funded Accounts mit denen. Ich habe jetzt den ersten Payout mit meinem ersten bekommen und den jetzt einfach so lange nicht angefasst und bin jetzt oder habe bis vor meinem Urlaub dann den zweiten hochgetradet und so weiter. Hier müsst ihr natürlich erstmal ziemlich vorlegen. Ich habe ja den 50.000er-Account oder 3 50.000er-Account. Und wie wir hoffentlich wissen, wenn ihr mich schon des Öfteren schaut, ist das ja in Wahrheit eigentlich nur ein 2.500-Dollar-Account Spielgeld. Beziehungsweise, doch, ja, genau, ein 2.500-Dollar-Account Spielgeld. Und die 50.000 sind schöne Zahlen auf Papier oder auf eurem digitalen Screen oder aber Margin, wie auch immer ihr es handhaben wollt. Aber ja, naja. Gut, also ihr habt es ja praktisch schon mal geschafft und habt über 100% euren Evaluation-Account hochgetradet. Ne? Also das Ziel ist ja 63.000, wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege. Das heißt 53.000. Das heißt, ihr habt dann schon mal über 100% des Accounts ertradet, wenn wir vom realen Account angeht. Gut, jetzt habt ihr einen Funded-Account, habt dann natürlich auch nochmal Gebühren bezahlt. Das finde ich das Angenehme bei Lilo tatsächlich durch diese Edge Enhancer könnt ihr da die Gebühr drücken und damit sind sie meiner Meinung nach die günstigsten im aktuellen Futures-Prop-Umfeld, wenn ihr da die $10, die jetzt aber mittlerweile auch noch, glaube ich, günstiger sind, gemacht habt. Naja, und jetzt habt ihr wieder euren frischen 50.000er-Account, wenn ihr eben den Investor wählt, würde ich euch empfehlen. Ihr kriegt dann einfach äquivalent die Accountgröße, mit der ihr die Evaluation gemacht habt. Es gibt dann noch den Accelerator. Da habt ihr keinen Trading Drawdown, aber einen sehr, sehr minimalen Drawdown. Das heißt, realistisch könnt ihr dann nur mit einem Mikro traden, meiner Meinung nach. Habe ich mir nicht angeschaut, ist mir zu riskant, aber auch hier, ne, diese 8 Kontrakte, damit meinen sie Minis. Lasst die Finger von Minis, habe ich auch schon öfters gesagt, wenn dann nur mit Mikros. Okay. So, jetzt
freut ihr euch natürlich, ihr habt Funded Accounts und wollt eigentlich irgendwann Geld sehen. Jetzt müsst ihr, wir bleiben mal bei diesem Beispiel, nochmal 100% des Accounts plus 100 Dollar machen. Also ihr müsst praktisch den Trailing Drawdown auf 50.100 traden und dann seid ihr auf Zero. Ja, ab dann wäre es Profit. Das heißt, ihr müsst schon noch einmal mit einem Funded Account plus 100% Account Size traden. Da werden natürlich viele, viele, viele Leute failen. Das ermöglicht den Jungs natürlich auch, die Gebühren einfach einzustreichen, ohne jemals was auszuzahlen. Und dann ist aber das Minimum bei dieser Size erstmal 1.000 Dollar. Das heißt, ich muss den Account auf 63.600 hochtraden und dann kann ich mir 1.000 Dollar auszahlen lassen. Ja, das heißt, ihr müsst nochmal schlanke, weiß ich nicht, 40% von der Account Size nochmal ertraden, um dann tatsächlich Profit zu sehen. Ich habe das jetzt bei einem Account geschafft, beim zweiten bin ich jetzt dran, aber es ist eine Menge Holz. Ja, ich würde euch persönlich, das ist eure Sache, auch empfehlen, erstmal keine Trade-Kopier zu verwenden, sondern erstmal schauen, dass ihr auf jedem, wenn ihr überhaupt mehrere Funded Accounts habt, den hochzutraden auf die 52.500, dass ihr erstmal neutral seid und das, oder die 52.600, dass euer Trailing Drawdown erstmal bei 50.100 stehen bleibt, weil dann habt ihr erst die Möglichkeit, diesen Account wachsen zu lassen. Ja, das kann euch niemand nehmen. Natürlich solltet ihr dann bitte nicht drunter brechen, aber dann habt ihr zumindest nicht das Problem, dass mit jedem Profit oder mit jedem imaginären Profit, der danach wieder eventuell nicht realisiert werden kann, euer Trading Drawdown höher geht, sondern der bleibt dann einfach bei 50.100 hängen und ihr könnt tatsächlich einen Account wachsen lassen, um euch auch ein bisschen Puffer zu erarbeiten. Und das würde ich einfach erstmal allen empfehlen. Und auch hier vor allem, da einfach diese Anforderungen so hoch sind, holt euch das Geld so schnell wie möglich runter. Also ich werde jetzt persönlich auch den ersten Account auf 52.501 habe ich ihn tatsächlich lassen und jetzt erst den zweiten Account hochtraden, versuchen mit dem zweiten Account einen Payout zu bekommen, dann das gleiche mit dem dritten. Wichtig, ihr müsst im Account immer so 10 Trading Days haben. Meiner Meinung nach, aber keine Garantie, dass es richtig ist, zählt das für euren Hauptaccount. Das heißt, es ist egal, auf welchen, wie viel auch immer gearteten Subaccounts. Das funktioniert zumindest, war das bei mir so. Darunter sagen sie dann, würde dieser Lifetime-Fee nicht mehr gelten und man müsste doch irgendwas zahlen. Ist bei mir jetzt nicht passiert. Ich habe aber auch zum Beispiel bei meinem Payout-Account jetzt 3, 4 Wochen nicht getradet, weil ich die 30 Tage schon voll hatte und habe den einfach links liegen lassen. Also ich glaube, es gilt tatsächlich für einen Hauptaccount, aber passt euch davon auf. Und hier auch eben, das meinte ich damit eben, ihr müsst für den ersten Payout 30 individuelle Trading-Tage haben. Nicht Kalender, ja, Trading-Tage. Das seht ihr auf der ganz guten Handy-App immer nachträglich. Das heißt, es ist immer einen Tag verzögert, weil die Buchungszeiten der amerikanischen Banken praktisch beachten. Da einfach drauf aufpassen. Und was bei mir der Fall war, passt auf, dass es keine Flipping Days gibt. Ja, die wollen natürlich nicht, oder das ist einfach eine weitere Regel, wo sie um einen Payout herumkommen. Das steht aber auch alles transparent in den Facts. Sie wollen natürlich nicht, wenn ihr dann irgendwann mal euer Ziel erreicht, dass ihr dann einfach die Trading-Tage hoch macht, indem ihr einen Trade öffnet und dann wieder schließt. Das wird euch bei der Payout-Seite gezeigt. Das wird dann nochmal bei mir zum Beispiel auch manuell durch einen Lilo-Mitarbeiter überprüft und bei mir war es gut. Also er hat zum Beispiel 4 Flipping-Tage angezeigt. Nach manueller Überprüfung war es nur noch einer und das ist innerhalb der 5%. Also ihr dürft unter 5% eurer Trading-Tage dürft ihr Flipping-Tage haben, dann ist es für die gut. Da aber einfach aufpassen, dass ihr nicht zu viele Super-Scalping-Trades, sag ich mal, habt. Und ihr müsst auch aufpassen, das ist bei Lilo einfach auch so, haben aber auch viele andere, dass ihr nicht an einem Tag über 30% eures Median-Profits macht. Ja, also wenn ihr jetzt immer, keine Ahnung, 100 Dollar so im Mittel erwirtschaftet habt in einem Account, darf praktisch nicht ein paar Mal ein 200er Trade auftauchen, sonst wird es auch gefleckt und da können sie dann auch, das habt ihr alles unterschrieben, euch eventuell den Payout verwehren und ihr müsst einfach mehr Trading-Tage dran schaffen, um diese Prozente runterzubekommen. Also da einfach ein bisschen aufpassen.
Die schauen schon, dass sie es euch extrem schwer machen, die Payouts zu machen. Bei mir hat es jetzt ja freundlicherweise geklappt. Ich bin da recht happy, aber guckt einfach, dass ihr da auf der sicheren Seite seid, lest euch die Facts durch. Ihr könnt mir gerne auch Fragen stellen. Aber gerade zum ursprünglichen Thema, diese Übertragung über Wise zu IBKR ist super angenehm. Euch bleiben die Dollars erhalten und ihr könnt damit dann weiter investieren oder was auch immer damit machen. Und für mich ist das eigentlich eine super angenehme Möglichkeit, kann ich empfehlen. Und wenn jemand ein Wise-Konto eröffnet und mich als Affiliate eingibt, ihr findet unter dem Video meinen Link, dann freue ich mich auch drüber. Kostet euch nichts, bringt euch was, bringt mir was. Das wäre ganz schön. Ansonsten viele Grüße aus Thailand. Ich hoffe, euch hat das Video ein wenig geholfen. Wenn ihr noch mehr Fragen zu Lilo oder ACG habt, lasst es mich gerne wissen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.